bin aufgewachsen mit den Schafen und in dem Sinn kann ich mir auch nicht etwas anderes vorstellen, mit anderen Tieren zu umgehen. Wichtig ist auch, dass ein Hirte einen guten Hirtenhund dabei hat. Das macht die Hälfte der Arbeit aus. Und ohne Hund würde es eigentlich gar nicht gehen. Die Schwierigkeit ist eben hauptsächlich die Weide, gute Weide finden, dass die Schafe gut fressen können und dass sie am Abend auch satt sind. Und wenn die Schafe satt sind am Abend, dann ist der Hirte auch zufrieden. Wenn man die Leidenschaft dazu hat und viel Geduld und Kraft, dann fährt man schon mit einem guten Schritt an.